Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Ambitions. Ja, ihr seht schon, wir haben 1 Million aktuell auf dem Konto. Das Geld geht so einigermaßen voran, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn ihr anschaut, wir machen grob immer 31.000 pro Tag. Wir können auch mal unter meinen Bismen schauen. Ich habe hier ein bisschen was rumprobiert und das ist tierisch schief gegangen. Ich muss mal gucken, ob wir immer noch der niedrigste Preis sind. Ich habe den Preis mal komplett hochgeschossen, dann sind die anderen hinterhergeschossen. Jetzt habe ich das auf den niedrigsten Preis über das Wochenende gestellt und hoffe, dass das sozusagen sich jetzt damit erledigt hat, dass wir besser dran sind. Allgemein habe ich die Preise ein bisschen angepasst in den Läden. Wir müssten auch noch beim Unimarkt noch mal ein bisschen die Preise anpassen. Ich gehe hier auf 57 runter, wir gehen hier auf 6 direkt runter, bei dir gehen wir auf die 3 runter. Was ich gemerkt habe, ist, dass wir auf die Preise dezent achten müssen. Dann gehen wir hier auf 92. Ich versuche daher jetzt die Preise ein bisschen anzupassen, um sie ein bisschen mehr anzulocken, die Leute. Das gleiche würde ich für Jules und Morglöcher, da stehen wir immer noch gut da. Teurer Schmuck sind wir da am höchsten. Wir sind der Einzige, der hier verkauft, ne? Ich reduziere mal auf. Jetzt ist nicht die Frage, ich weiß nicht, wie niedrig wir gehen sollen. Ich gehe hier auf 450. Was ist denn normal? 200? 300? 400? Gehen wir 400 hier. 1000? 1500? Gehen wir 1500. Machen wir das da. Von dir habe ich fast keine verkauft, dann gehen wir auf 350. Würde ich mal sagen. So. Dann schauen wir mal, ob sie unsere Bruttoverkäufe die nächsten Tage steigert. Ich würde auch sagen, wir gehen mal kurz zum Sport. Das war ja nur um die Ecke. Mit den 1 Million hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr machen können. Wir wollen ja das Spiel jetzt auch ein bisschen vorankriegen. Ein bisschen was erforschen und deswegen habe ich die letzten Tage einfach durchlaufen lassen. Es ist leider relativ monoton, wenn man ja nicht wirklich viel machen kann. Ich hoffe, dass halt unser kleines Büro da ein bisschen jetzt was rausholen kann und uns ein bisschen was voranbringt. Fitnessstudio, da ist es doch wieder. Ich habe dir gesagt, du sollst ins Fitnessstudio gehen, Mensch. Die Musik wieder so laut. Ahaha, ist das laut. Garderobe. Ich brauche wieder Sportsachen. Dass man nicht sich sowas speichern kann, das wäre praktisch teilweise. Ach komm, wir machen mal eine Stunde Training beginnen. Mal ein bisschen Sport hier. Sport, Jungs! Ich muss mich umziehen. Stopp. Die Problem ist, diese Musik ist lizenziert. Meistens. Da kriegt man dann immer Ärger. So, wir nehmen jetzt hier mal was Simples. So. Schöne Jeans und das. Zack. Laufen wir in den Pizzaladen um die Ecke. Dann haben wir gleich die Kalorien wieder drin, die wir gerade rausgeholt haben. Ja, ich weiß. Oh Gott. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Das hatte ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Aber hier war irgendwo ein Pizzaladen. Das ist ein Bekleidungsgeschäft. No. Man sollte immer was zu essen mitnehmen.
Jewelry. Was, ernsthaft? Juwelier? Feinen Spiritosen. Nein, das bringt sich alles nichts. Da. Da wollen wir hin. Das ist eine ganz, ganz knappe Kiste. Kurz vorm Unfallen. Sport ist Mord. Ich habe schon immer gesagt, so einmal kurz an die Kasse. Ich hätte gerne eine Getränkedose und eine Pizza. Also so warten. Nicht gut. Schnell bitte. Ihr braucht nichts, geht weg. Schaut mich an, ich komme wie ein Hobo rüber, so kaputt bin ich. Aber Sport ist nun mal Mord. Wisst ihr denn das nicht? Flieht, ihr Narren. Ihr macht noch Sport und das ist Mord. Erstmal eine Getränkedose. Und eine Pizza. So, jetzt geht es wieder besser. Puh. Das hätte böse ausgehen können. Jetzt haben wir heute mal ein bisschen Sport gemacht. Das bringt unsere gute Laune wieder hoch. Und das ist, glaube ich, gar nicht blöd. Und dann schauen wir mal, wie sich unsere Preise jetzt über den Tag entwickelt haben. Darauf bin ich natürlich sehr gespannt. So. Ich werde es nochmal gucken hier ein bisschen. Allgemein seht ihr, die beiden machen jetzt mega gut Geld mittlerweile. Das finde ich super. Der wird sich heute hoffentlich zeigen, wie viel er macht, wirklich. Oh, da sehe ich mein Vertriebslager. Frische Lebensmittel und Tiefkühlkost geht aus. Da ist leer. Papiertüten, Tiefkühlkost und frische Lebensmittel. Dann bestellen wir das nochmal. Endlich habe ich die Oberfläche gefunden. Leck mich am Arsch. Einkäufer. Oh ja. Da bräuchten wir von beiden mindestens mal 30.000 auf Lager nochmal. Getränkedosen sind aktuell teuer, von daher nicht. Eiscreme kaufe ich einfach nochmal 5.000 nach, weil ich kann. Und Papiertüten auch nochmal 30.000 bitte. Bestellung aufgeben, Dankeschön. Dann trinke ich noch eine Getränkedose, weil von denen habe ich immer noch welche auf Lager. Ich würde mal sagen, wir spielen zwei Stunden. Das macht uns nicht alles glücklich und dann gehen wir bis 9 Uhr ins Bett. Schauen wir mal, was morgen passiert. 25.000. Ah, nee. Habe ich was falsch umgestellt wahrscheinlich. Irgendwas passt nicht ganz. Die Nachrichten sind wieder weg. Okay, das geht hoch. Ich verstehe teilweise die ganzen Sachen nicht, ganz ehrlich. Irgendwas passt nicht. Wir gehen jetzt nochmal schlafen. Eine bessere Idee, wir gehen jetzt noch einmal wir machen das jetzt so, wie ich die letzten Tage gemacht habe. Spielen gehen. Schlafen gehen, essen. Spielen gehen, schlafen gehen, essen. Schlafen, 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 essen. Aber ich will das Ganze ein bisschen vorkriegen. Und es dauert leider einfach. Jovis Lopez. Lass mich raten. Oh, fast 40.000 wieder. Das ist natürlich super, wenn der Gewinn steigt. So, welcher Mitarbeiter braucht jetzt was? Er hat mir eine kostenlose Berufsbildung. Jeffrey Lee. Mitarbeiter Valentine. Lopez ist fresh and fresh. Das ist leider relativ voll, ne? Und unsere Hauptmitarbeiter. Ich nehme mal Jeffrey Lopez aus dem Unternehmen raus. Lopez. So viel kann ich dich jetzt nochmal zur Ausbildung schicken. Ich konnte dich doch ausbilden.
Oder muss ich dich da unter meine Fürsorge stellen? Ging das hier nicht? Warte mal, ich schau mal kurz. Bisman. Lopez. Jetzt muss ich gucken, unter welchem der gerade drunter ist. Nee, das war nicht er, ne? Nein. Er hieß Joseph Lopez. Richtig, Joseph Lopez, genau. Personalleiter. Joseph Lopez hier haben wir noch. Einmal raus, dann sollte ich den hier unten finden. Oh, aber wie bilde ich nochmal aus? Ich bin gerade verwirrt, wie habe ich nochmal ausgebildet? Grundfähigkeiten schon. Kein Mitarbeiter ausgewählt. Doch er hier. Ich hoffe, das wird jetzt gemacht. Ah, ich muss jetzt natürlich noch im Resch und Fresh Süd. Dadurch, dass im Zeitplan jetzt es fehlt, automatisch füllen. Kassentheke links ist leer. Ich hoffe, dass das dann vollzeitkritisch. Ja, es muss nur aber passen, bis wir das Ganze hin haben. Ja, der Lopez sollte jetzt auch in eine Ausbildung eigentlich gehen. So, wir schauen jetzt aber trotzdem mal wieder auf den Markt. Ich würde gerne immer mal wieder so Häuser kaufen. Steht nicht zum Verkauf, Angebot senden. Okay, dafür brauche ich ja 33 Millionen. Das ist jetzt die Sache. Ich könnte jetzt Risiko gehen. Sagen wir machen zum Beispiel ein Restaurant noch auf. Ich könnte natürlich irgendeine Webentwicklung-Firma auch einfach übernehmen. Bismen öffnen. Geschätzter Wert 35.000. Ich könnte die einfach übernehmen. Die arbeiten von 11 bis 22 Uhr. Die haben alle keinen so großen Wert. Hier ist noch was Größeres, glaube ich. Ein Wert von 3 Millionen. Barbarossa Studios. Agentur für Webentwicklung. Bismen öffnen. Hier, Hyperlink Studios. Mitarbeiter anzeigen, wie viele haben denn die? Oh, die haben auch viele. Ganz viele Klinikmitarbeiter, ich weiß gar nicht warum. Und da ist noch ein kleines Stuhl. Goddammit. Eigentlich ein bisschen mit öffnen Google Maps. So. Das sind natürlich nur Sachen, die ich kaufen kann. Ich könnte natürlich auch Supermärkte kaufen. Hier ist ein Supermarkt. Ein bisschen öffnen. Megamarket. Hat einen Wert von 2 Millionen. Holy shit. Der hat einen Wert von 14 Millionen.
Es ist derselbe Laden. What? Hä? Da hält Merchant Joe's alles. Kann das sein? Das sind alles Merchant Joe's. Das ist ein 5-Millionen-Laden. Hä? Das ist wieder ein Megamarket für 1,15 Millionen. Okay, im Grunde hält er hier unten viele der Läden. Goddammit, ich drücke. Warum drücke ich denn jedes Mal falsch? Ein bisschen öffnen. Du machst 330. Die Sache ist ja, was übernehme ich für wie viel? Und ergibt es Sinn, was ich dann tue? Ich könnte einen Juwelier nochmal übernehmen. Grafikdesigner. Angeblich bringen sich Elektronikläden relativ viel, habe ich online mal gelesen. 3,4 Millionen. Die Anschaffung ist halt wohl das Teure einfach. Aber in den richtigen Gebieten. Bisschen öffnen. Könnte sich das lohnen. Wie kann der 3 Millionen wert sein? Hat der irgendein speziell? Warum? Ich habe 47,75. 49,75. Okay. Das ist ein Florist, den ich dann geklickt habe. Was ist der Land dahinter? Was suchst du? Agentur für Webentwicklung. Noch eine. Wert von 3 Millionen. Ihr müsst verstehen, ich überlege gerade, was Sinn ergibt insgesamt. Andere Sache. Ich wollte eigentlich gucken, wie sie denn so preis sind. Diese Webagentur, ich verstehe sie nicht. Also klar. Aber, hä? Wir sind mit 120 am niedrigsten bepreist. Inventarpreise. Ein Blick. Wir haben das 473.000 Mal. Wir machen aber Plus. Also ich könnte hier auch auf 5 gehen, wäre immer noch. Nee, wäre nicht mal der günstigste. Ha, ich weiß es doch nicht. Irgendwo muss ich. Schauen, dass dieser Laden mir Plus macht. Und Stunden kann ich nicht erhöhen, weil die schon alle auf dem Maximum sind. Schauen wir, wie schaut es mit unserem. Holy shit, was mit ihm passiert? Ich bin auch nicht mehr ganz unten. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen Platz verloren, aber ich tue mich langsam wieder nach oben kämpfen aktuell. Mit den ganzen Anpassungen scheinen die Läden vielleicht doch ein bisschen besser zu laufen. 6.000. Ja, jetzt haben wir hier teuren Schmuck verkauft. Wir haben vom Rest auch angefangen zu verkaufen. Also ich glaube, die Preisanpassungen haben hier schon geholfen. Ich will auch mal den Preis hier noch ein bisschen senken. 1.300 würde ich sagen, gehen wir jetzt runter. Bismin, was geht hier in 10 Tagen? Das ist super, da kann ich ein bisschen verwalten. In dem Fall. Ja, natürlich, aber ich dachte, der ist im Training. Grundfähigkeiten schulen. Habe ich ihn jetzt geschult oder nicht? Ist heute krank? Der ist ja immer noch krank. Also wir gehen jetzt nochmal schlafen. Ich bin überlegen, was wir tun. Ich bin mir am Überlegen, dass wir unser Lager ausbauen und vielleicht eine kleine Pizzakette eröffnen.
viele kleine Läden kaufen, eine extra Personalerin nochmal einstellen. Nur für Pizzaläden. Und dann sozusagen Pizzaläden eröffnen. Wenn wir aber nachschauen, schauen wir mal. Schnellrestaurant. Pizza, was gibt's denn? Gibt's nur Schnellrestaurants oder gibt's andere Restaurants auch? Lass mich gucken. Buchhandlung, Bekleidungsgeschäft, Café, Elektronikladen, Florist, Obst- und Gemüseläden, Geschenkladen, Grafikdesigner, Friseur, Hauptsitz. Was braucht denn er? Dann tut sie Haarpflegeprodukte, das können eingestellt werden, okay. Jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, für mich so ansprechen. Anwaltskanzlei könnte man natürlich auch machen. Nachtclub, ja. Ich überlege mir mal Schnellrestaurant. Hinweis: Für den Verkauf von Obst und Gemüse ist eine digitale Standwaage erforderlich. Ganz ehrlich, ich werde Getränkedosen, Salat, Pizza, Hotdog und Pommes frites. Die Sachen, die fünf als Hauptsachen verkaufen. Mehrere Läden über den ganzen Ding verteilen, eine strikte Preispolitik durchführen. Ich glaube, dann sind wir gut dabei. Dann könnte man ein gutes Grundsystem aufbauen. Ich hoffe, es hat gefallen, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wiederhole mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.